Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt hier unten gerade bei das Nebra-Lagerhaus. Und ich gehe hier gerade mal rein und muss ja wohl ein paar Leute töten. Komm du mal her. Kann halt wirklich. Also ich habe gerade den da drüben noch gefragt, die da drüben, ob sie mit möchte, das Starter-Con zu holen, denn es gibt hier in dieser Raum, in dieser Höhle hier, gibt es einen Starter-Con. Was aber ein bisschen problematisch ist, denn ist das erste Starter-Con auf meiner Reise hier, was man nicht alleine holen kann. Und hier wackelt die ganze Bude rum. Mal schauen, ob sie mitkommt. Ja, ich weiß, ich hätte auch Druck nehmen können, aber habe ich sie halt den Twi'lek da halt gestunt, um hier ranzukommen. Ich wollte mich auch mal wieder so buffen. Ja, noch nicht bereit, ich weiß. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt geht's. Ja, meine 5er High Skill ist cool. Ich glaube, sie kommt mit. Also, man muss hier in Ebene 2 runterfahren. Dann ist man hier jetzt in so einem Raum. Die beiden kann ich schnell töten. Es ist für mich kein Problem, wenn man hier gerade eben erst ankommt. Jetzt haben die mich wieder gestunt. Ja. Warum ich hier die 4 verwende, aber nur so kurz einen Blitzschock zu setzen, das geht dann ein bisschen schneller. So, ja, man hört, 3 Sekunden hat man Zeit, das zu machen. Also, muss man recht schnell sein, um da durchzukommen. Ich probier's noch einmal. Komm, wo ist das Maximum? Und na. Oh. Ja, die Dinger sind nicht schlecht, aber. Nein. Also, ich komme alleine nicht dran. Der andere hat's nicht geblickt, hat auch nie geantwortet, also. Muss ich mir das mal nachholen? Schade, das ist nämlich genau das Grüne. Das eine Teil, was ich bräuchte, um mir einen Matrix-Datacon zusammenzubauen. Also, das ist der grüne Matrix-Splitter, der ist hier. Jedenfalls, wenn man im Imperium spielt, als Republik, sind die anders verteilt oder sind andere Sachen dann. Das ist gleich wieder abgehauen. Na, okay. Da vorne steht sie. Er, sie. Sie noch. Keine Ahnung. Angeblich sind es ja deutlich mehr Jungs, die Computerspiele spielen, aber. Und vor allen Dingen in SWTOR oder den meisten MMORPGs sind aber die meisten Charaktere weiblich, also ungefähr 60%. Wann das wohl liegt? Weil das erinnert mich so ein bisschen an ein Spiel, Dragon's Quest hieß das, glaube ich. Das war auch ganz cool, da hat man so ein. Hat man, glaube ich, den besten Konstrukte gehabt, den es wirklich gab. Aber da konnte man echt jede Körperrundung exakt designen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ansonsten einfach mal auf Steam anschauen, ist kostenlos, soweit ich weiß. Kann sich da runterladen. Weg mit dir. Hi, und ein paar Kollegen kommen. Mehr und mehr und mehr, ist aber wurscht. Die macht die Instant irgendwie weg, wenn sie mal ein bisschen schießt. So. Und weiter, komm. Das war der zweite Schock, der hinterher geflogen ist. So. Ab. Gibt mich in die Aufzahlung.
Also wie gesagt, Käfer die Beine ausreißen. So macht man das hier. Ich finde, die sehen ganz gut aus, aber irgendwie sind sie so nervig, weil halt vor allem die hier noch nicht, aber da kommen vor allem in der Bonusreihe dann später noch deutlich schlimmere, die einen halt dann über 20 Kilometer Entfernung sehen und sofort auf einen zugeschossen kommen. Weil teilweise hat man echt die halbe Map hinter sich herrennen. Und es gibt dann auch keinen Ausweg, sondern man muss da durch, mitten durch sie durchwarten. Weil die stehen selbst auf dem Weg drauf. Die einzigen Gegner, die auf dem Weg stehen, sonst ist der Weg meistens frei von Gegnern. Okay, es gibt noch andere, aber. Ein Logbuch-Eintrag über die Kollegin und das Giftmüll. Ich spule nicht vor. Mhm. Anfängliche Hindernisse. Nicht die Todesrate von den Testsubjekten ist gestiegen, sondern die Todesrate von den Angestellten. Also, mitlesen müsst ihr. Das ist echt witzig, finde ich hier, der Text. Also, sie haben was getestet an irgendwelchen Viechern und dann wurden das halt zu diesen Kollegoiden, die halt die Wärter gefressen haben. Und nicht nur die Unfälle. Und eine Reihe chemischer Formeln und Fachbegriffe hängt hinten an der Datei dran. Müsste man also aus Spaß einfach so eine Möchtegern-Code, müsste man einfach so erstellen und dranhängen. Aber wie gesagt, hier ist so viel Zeugs, das werden die nicht machen. Also wer es nicht weiß, zurzeit ist ja irgendwie da irgendein Jubiläum oder so gewesen. Also mal ein paar Statistiken veröffentlicht. Und es gibt, glaube ich, 108 Stunden vertontes Story-Filmmaterial von verschiedenen Quests und so. Insgesamt verschiedene Kombinationen. Weiß gar nicht, ob die dann mitgerechnet wurden, wenn es so verschiedene Kombinationen gibt, wenn man eine andere Rasse ist oder so. Aber ganz gewaltig, wie diese Zahlen einfach so verraten müssten. Und hier endlich der zweite Tagsbuch. Reiseroute bestätigt. Und wenn ihr euch wundert, um dahin zu kommen, das ist ja Käferstadt. Da muss man von hier hinten so einen Gleiter nehmen, da kommt man dann nach da oben. Aber auch nur von dem einen aus. Übrigens, ich werde selbst mit Bonusmissionen nicht ganz die Karte aufdecken. Werde ich schon machen, weil ich da mal hingehe, aber das ist ein Bereich, da wollt ihr nicht länger als 2 Sekunden drin sein. Vermutlich den Bereich werde ich auch verlassen, indem ich sterbe. Da ich diese Dinger generell nicht nehme, vor allem wenn ich überlevelt bin, nehme ich die Auszeichnung, die immer gut ist. Was willst du von mir? Diese verdammten Balmoraner haben, die hätten vor Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen. So oder so, wir werden sie noch in... Schön gesagt, mein Sith Lord. Vielleicht werdet ihr so... Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden... Diese Rebellen müssen merken, dass sie keine Schuld... Danke. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diese Rebellen werden für ihre Unverschämt. So. Und das war's schon. Und wir können wieder raus. Hier, Neutralisierung und programmiere die abgeschirmten Geschütze neu. Ich soll sie neu neutralisieren? Nee, bisschen komisch der Satz. Neutralisiere die Geschütze und programmiere sie neu. Wäre, glaube ich, die bessere Bezeichnung gewesen. So, und hier noch eine Quest in dem Gebäude drin. So ein imperialer Offizier hier. Reißt den Imperator! Ihr wisst ja nicht, was es für eine Allianz. Ihr seid die Antwort auf ein Problem, das. Nicht viele sehen ein Mitglied der Sith als... Glaubt mir, normalerweise würde ich ein derart... Mein Name ist Gansar Kohan. Egal. Lasst mich raten. Diese Geheimnisse sind mit jemandem davongelaufen, der sie nicht... In der Tat. Wobei dies ein... Aber lasst mich deutlich werden. Erzählt mir von ihrem Verbrechen, damit ich... Ich hätte Kelara niemals an diesen gottverlassenen Platz... Aber nein... Sie hat ihre eigene, der imperiale Geheimdienst. Glaubt, dass er ein Spion?
Wenn er diese Pläne hat, wird er den nächsten... Hab Dank. Die Pläne müssen wieder beschafft werden, bevor Harry... Ich werde euch mit Freuden eine so große Belohnung geben, dann werde ich mich um meine Frau... Okay, das heißt, wir müssen jemanden verhören auf Sith Art, wie es so schön heißt. Hieß. Nein, ich reiß jetzt erstmal in die Stadt rein. Ich werde euch wahrscheinlich auch noch einmal dann zeigen, wie das geht. Und dann, zu Ihren Diensten, mein Lord. Außerhalb der Aufnahme das Ganze öfters dann noch wiederholen, bis ich halt das gemacht habe. Aber theoretisch, du gehst hin, besiegst die Truppen an diese Geschütze mit den Schilden, dann halt machst du einmal das Ding, wartest ein paar Sekunden, bis das Schild runtergefahren ist und klickst dann auf dieses Geschütz, was dann halt ein bisschen anfängt zu rauchen. Das war's dann auch schon. Also nichts Besonderes. Hier oben kommt man leider nicht hin, soweit ich weiß. Ne, glaube ich echt nicht, dass man hier irgendwie hinkommt. Aber wäre sicherlich mal ganz cool. Diese Druiden kann man leider auch nicht anklicken. So. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich um eure Vertuschungsaktion... Hervorragend. Und ich habe nicht... Bitte nehmt diese Bezahlung in... So, Vertuschungsaktion erfolgreich. So. Ja. Oh je, ist das vermüllt hier. Also Tweak, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Also das ist wirklich so, wenn jemand, er ist Kopfgeldjäger, deswegen bringt ihm Zielgenauigkeit, Fernkampf und Tech-Schaden und Heilkraft. Und Liss bringt er nur Tech-Schaden. Also Zielgenauigkeit ist Fernkampf, Liss ist Tech-Schaden. Man kriegt aber... das, was das bessere für einen ist, dann kriegt man das andere auch noch und zusätzlich noch die Heilkräfte, denn sowohl Kopfgeldjäger, also der Söldner und der Saboteur beim beim Spion können ja auch heilen. Also Tech-Heilung oder wie es dann heißt. Major, wenn wir diese Versorgungsfahrzeuge nicht bekommen... Meine Leute arbeiten daran, Sir, aber bis die Plastistahllieferung kommt, die ich vor 3 Monaten bestellt habe... Das ist mir egal. Von mir aus reißt es von den Wänden. Oh je, Plastikstahl. Ja, ich lese Plastikstahl. Alle lesen Plastikstahl. Man bekommt das auch durch Plündern, kann man das auch bekommen und sammeln. Ja. Einen Sith lässt man nicht warten. Macht euch nichts aus dem Colonel. Er ist laut und ungeduldig. Aber das sind wir angesichts des Nachschubmangels heutzutage alle. Und? Habt ihr im Labor etwas herausgefunden? Ja, Captain hab Elon ich. Und ich haben selbst Nachforschungen angestellt, aber ohne nennenswerten Erfolg. Nein. Insekten und noch mehr Insekten. Ich hoffe, die Kolikoiden haben euch nicht zu sehr zugesetzt. Schaut euch das mal an, Captain. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Dies bestätigt unseren Verdacht. Man ließ die Kolikoiden mutieren, um den Müll zu entsorgen, und es sieht so aus, als könne das dazu verwendete chemische Mutagen theoretisch funktionieren. Das ist es doch. Das ist unsere Lösung, nicht wahr? Wir replizieren einfach dieses chemische Mutagen. Sir, es gibt da ein Problem. Unser wissenschaftlicher Leiter ist vor ein paar Monaten zur Republik desertiert. Ohne ihn können wir das Serum nicht replizieren und schon gar nicht testen. Dieser Wissenschaftler ist der Einzige, der das hinkriegt? Ich fürchte schon. Oh, die Befehlshaber auf Drom und Kahns stufen bei Morra heutzutage nicht mehr als hohe Priorität ein. Der Wissenschaftler heißt Janus Tyrek und befindet sich noch auf Balmorra in einer Forschungsstation der Republik unweit der Giftseen. Na gut, Sith. Damit hättet ihr also euer nächstes Ziel vor Augen. Findet diesen Wissenschaftler und nehmt ihn gefangen. Meine Leute bringen ihn zurück und dann bekommt ihr die Gelegenheit, in Giftmüll zu baden. Danke, das wollte ich schon immer. So etwas nimmt man selbst in die Hand. Diese Stationen werden schwer bewacht. Ich habe nicht genug Leute, um dort zuzuschlagen. Wir sind ja keine Sith. Ach ja, Sith, kommt schnell zurück. Ich habe gerade gehört, dass mein Sohn seine Prüfungen auf Korriban bestanden hat und nach Balmorra unterwegs ist. Ihr sollt ihn doch nicht verpassen. Der darf abkürzen und direkt nach Balmorra. Das ist mies. Ungerecht.
Schuld daran, dass wir als Sklave geboren wurden. Da muss man halt den schweren Weg gehen. Wurscht. Wir sind eh besser als der. Wir sind besser als alle. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus. Es ist doch verwunderlich, wie schwer sich das Imperium mit einem... Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Okay, mit der nächsten Person reden. Ist wieder her und... Wo ist da unten noch? In der Kantine da. Den... Janos Tyrek. Nein. Oder? Nein, das Leck, genau, Datenleck. Sprich mit dem Barkeeper, der weiß, wo der eine Kerl ist. Barkeeper, komm. Den paar Guten Abend, meine Dame. Was kann ich euch anbieten, um eure... Weist mir den Weg zu Harris Bunt. Gestern haben auch schon ein paar Männer nach ihm gesucht. Harris! Lass die Mädchen in Frieden. Hallo, meine Dame. Wie kann Harris Bunt... Indem ihr stirbt? Ich habe einen Mordauftrag und ich... Na, wir sind hier alle Freunde. Sagt mir einfach... Ich nicht. Das macht es nur noch schmerzhafter. In Ordnung, in Ordnung. Hört auf, mich anzustarren. Sieht gut aus, hat aber nicht viel zu... Es sind nur ein paar Datendisks. Ich will Namen und Aufenthalt... Ha, sprecht mit jeder gelangweilten Ehefrau in Sobek. Die Dame... Ja. Alles erzählt. Versucht, keine Fertig. Blutflecken auf den Datendisks zu hinterlassen. Nicht in meiner Kantine! Zu spät. Nein! Ah, holt mal die Blitze. Blub. Weg ist er. Ich würde sagen, Blub beschreibt sich so wirklich. Würdet ihr bitte gehen? Solche Scherereien sind schlecht fürs Geschäft. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Weiß gar nicht, was der davor gesagt hat, vor dem Mord ihn anspricht. Habe ich immer verpasst. Wollte ich schon öfters mal ausprobieren, aber wurscht. Also jetzt nach hier zum Aufzug und dann sind wir hier in einem ganz neuen Gebiet. Aber ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal noch so ein Geschütz, wo ich euch zeige, wie das mit dem Hacken geht. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Und dann geht's dann in der nächsten Aufnahme weiter. Bald gleich. Da vorne war doch irgendwo ein Geschütz, wo wir vorhin gekämpft haben. Das ist auch ganz gut. Also, man sieht ja schon. Programmieren geht nicht. Datenstift raus, Schockwelle. Schild brennt, bisschen durchgeschmort hier das ganze Ding. Und jetzt kann man es deaktivieren. So, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst doch ein Like da und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.